Hey, hi, hier ist euer Pack und ich habe euch was mitgebracht. Und zwar natürlich den Abyss Ebene 6, komplett 3 Sterne. Und es war ein bisschen knackiger, muss ich sagen. So, was waren die Challenge-Herausforderungen? Natürlich die erste Eroberung 1 Stern, noch ein Stern war erledige einen Boss, der unter Schwäche steht. Und ein Stern, wenn man mit 3 Dunkelheitshelden im Team reingeht. Ja, so, was solltet ihr beachten? Ihr solltet vor allem beachten, wenn ihr die Challenge mit der Schwäche haben wollt, was ja, nicht unbedingt jetzt die schwerste ist, aber es dann noch zu so schaffen ist, würde ich ein bisschen schwer. Und zwar ist es halt, wenn der Wirker 4 oder mehr Buffs hat, müsst ihr ihn 3-mal angegriffen haben in der Zeit. So, das ist gar nicht so schwer, denn am besten bufft ihr euch auch nicht großartig bei dem Boss, denn der Boss klaut euch auch einfach die Buffs. Ja, und seine Viecher geben ihm auch gerne Buffs, deswegen ist es nicht schlecht, einen Super dabei zu haben. Deswegen habe ich mich für Presea entschieden und sie ist ein Dunkelheld und sie kann einen Deathbreak auf der 1 machen. So, die Sache ist jetzt die, ihr könnt euch am besten, solltet ihr euch dann nicht buffen. Vielleicht nur am Anfang, aber sonst halt nicht, um diesen Schwächebuff hervorzurufen. Ja, gut. Dazu kommt noch, wenn ihr ihn debufft und er dann die Runde beendet, bekommt er Stealth, was halt und Purge glänzt sich natürlich auch ne, direkt und das heißt, ihr bekommt 2 Runden Stealth, nur dazu gesagt. Das heißt, ihr müsst ihn auch wieder rauskriegen. Also braucht ihr unbedingt einen AOE. Ja, und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt für Presea entschieden. Nicht die. Ja, doch schon eine smarte Wahl, aber natürlich ein bisschen schwierig. Ja, ML Mercedes natürlich auch für den AOE vor allem. Und ja, Hasol ist eigentlich ein ganz guter Tank, hat ein bisschen selbst Heal und so bei einem Angriff und kann auch Damage machen durch diesen Proc, der dann immer mal kommt. Ja, und DJ Bazaar. DJ Bazaar, er ist ungemodert, aber er ist richtig, richtig ein guter Heiler, kann man sagen. Ich glaube, er basiert auch ein bisschen auf Angriff. Wenn das ein bisschen, ich habe versucht, ein bisschen bulky zumindest zu bauen. Und er hat sein Ding geleistet. Am Ende wurde es halt wirklich, wirklich knapp. Ich habe es dann noch so irgendwie durchgezogen bekommen. War natürlich dann auch ein bisschen Glück als Verstand noch. Aber es hat geklappt und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ihr habt vielleicht ein bisschen bessere Wahl an Helden, denn meine große Schwäche sind Dark Units und ja, leider. Aber es hat geklappt. Am Ende war es halt einfach noch ein bisschen eintütteln. Ich habe DJ Bazaar extra auch die Dreier so gut wie, wenn überhaupt, gar nicht benutzt, denn ihr bufft euch natürlich Immunity und sowas halt, ne? Das ist natürlich ein bisschen dumm dann. Und halt, wenn ihr die 3 benutzt, verliert ihr seine Tankiness. Ich habe ja dann 30% Reduce, Schaden Reduce. Und das wollte ich natürlich dann auch da nicht mehr riskieren. Jo, ansonsten müsst ihr aufpassen. Das eine Mopfi macht gerne einen Konterbuff für sich selber, den sich dann aber auch hier Ludwig dann natürlich zu Gemüte führt. Also, ein bisschen knackiger hier da schon. Also, ja. Also Dark Units nicht meine beste Leistung. Aber gut, haut rein, macht's gut und viel Schokolade. Thank you.
Every time I wake up, no silence. Fresh as fuck, I put it on, no help, I did this.